Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aktien-Update. Ja, heute geht es mal um eine Aktie, die wir sicherlich alle kennen, nämlich um die Deutsche Post-Aktie. Gerade bei einem Kurs von 33,52 Euro, 3,4% heute alleine Minus gemacht. Und ja, wenn man das, also wenn man sich die 5-Tages-Ansicht, die letzte Woche hier betrachtet, dann auch 8,08% im Minus und auf den Monat betrachtet 16,74% sogar im Minus. Also von hier, was waren es, circa ja, über 40 Euro noch, ist es jetzt auf 33,52 runter. Auch das letzte Jahr hier sogar von fast 60 Euro runter, 44,93% Minus gemacht. Und die maximale Ansicht, also seit Start, das heißt hier seit 2017, auch fast 10% im Minus. Und zwar hat es auch einen Grund, denn es gab eine FedEx-Warnung. Und zwar, die Aktien sind eben heute nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten FedEx vorbörslich mit Millionenumsätzen Richtung Jahrestief gefallen. Das erkennt man ganz gut, es sinkt weiter, ich bin gespannt, wie es im restlichen Verlauf des Tages noch so aussehen wird. Auf der Handelsplattform TradeGate rutschten die Papiere der Bonner um gut 4% unter den Xetra-Schluss auf 34,30 Euro. Sie steuern damit auf das Jahrestief von Juni bei 33,44 Euro zu. Und wir sehen, wenn man sich das heute mal anguckt, 33,04 €. Ja, also es geht stark auf jeden Fall in die Richtung. Der Konkurrent schnitt im jüngsten Geschäftsquartal schlechter als erwartet ab und zog seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nämlich zurück. Analyst Brian Ossenbeck von JP Morgan sah die Ergebnisse und den kurzfristigen Ausblick trotz seiner vorherrschenden Skepsis noch deutlich unter den Erwartungen. Er stufte die Papiere daher prompt auf neutral ab. Das Ausbleiben einer Frachtwelle nach einer Wiedereröffnung Chinas nach Corona treffe den führenden Air Cargo-Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum als ersten, so eben der Experte. Ja, ohne Berücksichtigung von Sonderfaktoren bei den Treibstoffkosten sei die Schwäche sogar noch viel eklatanter. Also, falls ihr Deutsche Post-Aktien habt, schreibt mal gerne rein, was euer Buy-in hier ist, wie lange ihr die Aktien haltet, ob ihr an so eine Aktie wie die Deutsche Post glaubt in Zukunft. Da würde mich mal eure Meinung ziemlich interessieren. Die zahlen hier auch jährlich eine Dividende. 4,99% Dividendenrendite. Also hier gab es im Mai 1,80 Euro pro Anteil. Und laut diesen Analysten von Trade Republic, also 22 haben hier eine Prognose abgegeben und 86% davon sagen kaufen. Also schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich bin da eher skeptisch, aber eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Ja, bin gespannt, wie der heutige Verlauf noch so sein wird. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, um keine Updates mehr zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Heute Abend gibt es aller Voraussicht nach wieder ein Depot-Update. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!